Eine oft gestellte Frage in Kundengesprächen ist, wie kann ich schnellstmöglich viel Eigenkapital aufbauen? Und dazu habe ich euch heute insgesamt 4 Tipps mitgebracht. In welche Anlagen solltet ihr investieren? Welche Anlagen solltet ihr nicht investieren? Und wo existiert denn in der Praxis, also das, was ich tagtäglich erlebe, wo existiert denn das meiste Eigenkapital? Also wo bekommen die Kunden das meiste Eigenkapital her oder haben das meiste Eigenkapital angespart? Viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen. Ganz wichtig zu Beginn, diese Tipps dienen natürlich nur der Empfehlung und sind nicht pauschal auf jeden anwendbar, die ich hier in den Videos immer erzähle. Auch zum Thema Eigenkapital aufbauen interessiert mich eure Meinung. Schreibt es nachher mal unten in die Kommentare und schaut euch auch mal hier auf dem Kanal um. Es existieren einige Playlists, auch zum Thema Eigenkapital aufbauen. Da habe ich schon einige Videos zu veröffentlicht und lasst euch natürlich zu eurer Baufinanzierung, zu eurem Immobilienkauf immer persönlich beraten von einer Hausbank vor Ort, von einem Finanzierungsvermittler. Das Ganze können auch gerne wir übernehmen. Wir beraten deutschlandweit per Videoberatung. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn wir Kapazitäten frei haben, dann können wir auch euch beraten und eure Baufinanzierung umsetzen. Und jetzt lasst uns einsteigen ins Thema. Und wenn ihr irgendwann mal so ein schönes Haus kaufen wollt, dann braucht ihr viel Eigenkapital. Und der Grundsatz gilt, je kürzer die Zeit zum Immobilienkauf, desto risikoärmer und desto flexibler sollte die Anlage sein, wo euer Geld drin geparkt ist. Das heißt, wenn ihr in den nächsten 4, 5, 6 oder 7 Jahren was kaufen wollt, sollte die Anlage möglichst flexibel und sicher sein. Das heißt, ich kann euch an dieser Stelle keine spekulativen Anlagen empfehlen. Aktien, Kryptos, irgendwelche Fix- und Flip-Deals, das heißt eine Immobilie günstig einkaufen, aufwerten und dann wieder teuer verkaufen und dadurch viel Kapital aufzubauen. Ich weiß, es gibt viele Videos hier auf YouTube zu genau diesen Themen, wie man da viel Geld mit aufbauen kann, aber es ist sehr risikoreich und es kann auch sein, dass ihr damit auch Verluste einfahrt. Und wenn ihr dann in 2 oder 3 Jahren die perfekte Immobilie gefunden habt und braucht dann auf einmal Geld und dann ist das Geld nicht da, dann habt ihr das Thema, dass ihr halt die Immobilie auch vielleicht nicht kaufen könnt. Und ich weiß, dass ich mit diesem Kanal auch eine gewisse Verantwortung habe und kann euch dementsprechend natürlich nicht risikoreiche Anlagen empfehlen. Und jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, ja, aber was für ein Titel von 0 auf 50.000, schnell Eigenkapital aufbauen, gib mir den Trick, gib mir den Zaubertrick, den Geheimplan. Diesen Geheimplan, diesen Trick, da muss ich euch leider enttäuschen, das gibt es nicht. Natürlich kenne ich die Leute, die mit Kryptos und die mit Fix- und Flip-Deals und mit Aktien auch viel Geld verdient haben, weil sie spekuliert haben, aber die Mehrzahl kennt sich auch mit dem Thema nicht so in der Tiefe aus und kann dieses Risiko auch entsprechend nicht eingehen. Und dementsprechend kann ich natürlich keine risikoreichen Anlagen empfehlen. Aber wie gesagt, ich kenne auch die Leute, die damit viel Geld verdient haben. Aber dazu auch 2 Gedanken. Gedanke Nummer 1. Oftmals war es so, dass man sich erst im Nachhinein, nachdem man viel Geld gemacht hat, überhaupt darüber Gedanken gemacht hat, dass man sich jetzt ein Eigenheim anschaffen kann. Also der Wunsch war vorher gar nicht so stark und vor allen Dingen nicht die Idee war nicht da, dass man sagt, jetzt spekuliere ich in diese Anlage und wenn das dann aufgeht, dann kauft man sich ein Haus. In der Regel ist es ja so, dass man ein sehr starkes Bedürfnis hat, ein sehr starkes emotionales Bedürfnis, auch für die Familie, dass man sich ein Eigenheim anschafft möchte. Und dementsprechend geht man natürlich auch in sichere Anlagen. Und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht auch denken, ja, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft in irgendwelche Tagesgeldkonten, in irgendwelche Girokonten mein Geld zu parken. Ich habe letztens noch eine Kundin gesehen, die hat sogar noch so ein Sparbuch gehabt von der Sparkasse, wo das Geld drin stand. Ja, der ein oder andere würde es von euch vielleicht auch gar nicht kennen. Ja, also es sind so Büchlein gewesen, wo man das Spargeld eingetragen hat, was man auf dem Sparbuch hatte. Ich habe heute Morgen dazu auch zu diesem Get Rich Quick, dieses Schnell-Reich-Werden-Prinzip, wovon auch viel im Internet ja gesprochen wird, ne, dass man da und damit richtig viel Geld verdienen kann, habe ich auf Netflix, das kann ich euch mal aufschreiben, eine sehr spannende Doku gesehen, die ist, glaube ich, 22 Minuten lang. Schaut mal auf Netflix, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die hieß.
geht um dieses Schnell-Reich-Werden-Prinzip. Und oh, Netflix ist auch gut. Netflix. Und da wurde genau ausführlich mal zu diesen ganzen Themen gesprochen. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Netflix habt, schaut euch diese Doku auf jeden Fall an. Wer länger als 6-7 Jahre investiert, das heißt die nächsten 8-10 Jahre oder noch länger, sich dann erst eine Immobilie anschaffen möchte, da kann ich euch die Empfehlung geben, das Ganze mit einem sogenannten ETF-Fonds beizumischen. ETF-Fonds, das sind breit gestreute Aktienanlagen, aber auch an dieser Stelle wichtig der Hinweis, dass ihr natürlich nur das machen solltet, womit ihr euch auskennt. Aber dazu gibt es auf YouTube auch viele Kanäle, wie zum Beispiel Finanztipp, Finanzfluss oder auch Aktien mit Kopf, die sich dem Thema sehr ausführlich schon gewidmet haben. Und ihr solltet natürlich auch immer euch erstmal zu den Themen in der Tiefe informieren, bevor ihr solche Risiken überhaupt eingeht. Aber wie gesagt, eure Meinung interessiert mich, schreibt sie einfach mal unten in die Kommentare. Aber was ist denn draußen in der Praxis, und das ist jetzt schon der dritte Punkt, was ist denn draußen in der Praxis tatsächlich los? Wo kommt denn das ganze Geld her? Und bevor wir darauf kommen, eine wichtige Frage an euch. Was könnt ihr denn tatsächlich jeden Monat sparen? Macht euch doch mal einen Budgetplan, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, und schaut mal, was könnt ihr denn jeden Monat sparen? Und nicht erst Ende des Monats schauen, sondern wenn ihr den Budgetplan erstellt habt, legt auch eine feste Sparquote fest, die ihr dann zu Beginn des Monats immer zur Seite legt. Dazu habe ich auch ein spannendes Zitat gefunden. Ihre allererste Priorität ist ein diszipliniertes Sparprogramm von Jack Brennan. Und die seriösen Finanzdienstleister, die seriösen Finanzvermittler, die sagen genau das, ein diszipliniertes Sparprogramm. Und da sind wir auch schon bei Punkt Nummer 4. Insgesamt habe ich euch 3 Hebel aufgeschrieben. Und der Hebel Nummer 1, was ich draußen in der Praxis sehe, ist das eigene Einkommen. Das heißt, das mit dem disziplinierten Sparprogramm, was ich euch eben gesagt habe, haben diese Leute, die viel Eigenkapital haben, einfach schon erfüllt. Die haben in den vergangenen Jahren natürlich auch ein hohes Einkommen gehabt und haben aber diszipliniert jeden Monat auch sehr viel Geld zur Seite gelegt. Und ich weiß, ja, das Thema Einkommen ist ein sehr spezielles Thema, ein sehr sensibles Thema. Und jeder, der jetzt noch am Anfang steht und vielleicht auch noch nicht so viel Geld verdient und wo noch nicht so viel Geld zum Sparen übrig bleibt, kann ich nur sagen, jeder hat mal angefangen. Und wenn das heute der Tag ist, wo ihr das Video seht und sagt, okay, jetzt muss sich was verändern, wir haben diesen dringenden Wunsch, wir haben dieses Verlangen, wir wollen, ja, dann werdet ihr euch auch mit der Zeit entwickeln. Das heißt, ich weiß auch, ihr könnt nicht morgen zu eurem Chef gehen und sagen, ich möchte jetzt mehr Einkommen haben, weil wir wollen uns gerne ein Eigenheim anschaffen. Aber es ist einfach ein Entwicklungsprozess, den ihr gehen müsst, wo ihr vielleicht euch nochmal weiterentwickeln müsst. Persönlich weiterentwickeln, vielleicht beruflich weiterentwickeln, was auch immer. Aber es ist immer eine Laufzeit. Ihr braucht einfach eine gewisse Zeit. Es ist kein Sprint, das Thema. Es ist ein Marathon. Ich weiß, die Emotionen sind groß, vor allen Dingen beim Thema Eigenheim. Aber es ist nun mal nicht so, dass ihr nach Edeka geht und euch ein paar Brötchen und Wurst kauft mit dem Geld, was ihr auf dem Konto habt, sondern es ist ein Marathon und kein Sprint. Und dementsprechend solltet ihr das Ganze langfristig sehen. Die Menschen überschätzen, was sie in kürzester Zeit erreichen können und unterschätzen, was sie langfristig erreichen können. Ja, dann der nächste Punkt, wo sehr viel Geld auch immer wieder vorhanden ist, das Thema Erbschaften, Schenkungen. Das heißt, wenn in der Familie schon viel Geld vorhanden ist, Erbschaften, Schenkungen und das Ganze vorgezogen wird. Da sehe ich auch immer wieder mal Geld. Ansonsten, wenn schon Immobilienvermögen vorhanden ist und die Eltern oder Großeltern diese Immobilie als Sicherheit für die Bank zur Verfügung stellen, dann bekommt man auch eher einen Kredit und auch einen sehr günstigen Kredit in der Regel. Oder es ist ein Grundstück schon vorhanden, wo man einfach nur noch das Haus drauf bauen muss, dann wird das auch in der Regel als Eigenkapital angerechnet. Und dann einen weiteren Punkt, den ich immer wieder sehe, wo die Leute ganz vergessen, dass schon Geld da ist, dass man selber schon Sachen angespart hat, aber das gar nicht so auf dem Schirm hat. Das heißt, über Lebensversicherungen, über Bausparverträge, über Aktiendepots.
Aktiendepots, da war ja was, haben wir ja Anfang des Videos schon drüber gesprochen, spekulative Anlagen. Das soll auch nicht damit korrelieren, was ich zu Beginn des Videos gesagt habe. Aber es kann ja sein, dass schon trotzdem bisher gespart worden ist in ETF-Fonds, in Fonds, in Aktien. Und das Geld kann natürlich auch verwendet werden. Und dazu habe ich mal ein ausführliches Video gemacht. Das verlinke ich euch jetzt hier mal, wie ihr das Geld verwenden könnt. Schaut es euch an. Wie gesagt, eure Meinung interessiert mich. Schreibt sie einfach mal unten in die Kommentare. Kanal abonnieren und wir sehen uns jetzt im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.